Der Arian, ich hoffe, der wird gefunden, dass er genauso wie mein Sohn ist. Korrekt, Deswegen fühle genau. ich genau mit den Eltern, was sie jetzt fühlen. Bismillahirrahmanirrahim. Der Bruder hat angerufen, hat gesagt, sein Sohn, Namen Ahmed, 4 Jahre alt, ist auch autistische Wunder. Er hat Autismus. Autismus. Und er sagt, er hat die gleichen Symptome wie der junge Mann Arian, der vermisst wird. Ich hoffe, der ist mittlerweile gefunden worden oder wird gefunden. Bruder, gib mal bitte, achso, das Video sollen wir machen, er möchte bekannt geben, wie diese Kinder leben. Gib mal bitte sein Verhältnis zum Wasser. Also, Ahmad fühlt sich zu Wasser hingezogen. Er liebt Wasser über alles. Wenn er irgendwo draußen Wasser sieht, sei es eine Pfütze oder ein kleiner Bach oder irgendwas, was mit Wasser zu tun hat, dann springt er drauf. Was macht ihr, wenn er allein im Wald sieht, Wasser sieht oder Blätter sieht? Also, wenn er alleine im Wald wäre, dann würde er aus dem Wasser ganz normal trinken. Egal, okay, ob das jetzt eine Pfütze ist oder ob das Abwasser ist, er trinkt daraus. Blätter wird er auch aufessen. Also ich habe das mehrmals beobachtet, dass er im Wald Blätter isst. Das heißt, seine Überlebenschance alleine im Wald ist höher als normales Kind, richtig? Viel höher. Okay. Viel höher. Das heißt, da ist auch eine gewisse Intelligenz dabei, wo man sich selber zu helfen weiß. Genau. Und er kann auch ganz lange Hunger aushalten und Durst aushalten, was normale Kinder nicht können. Okay. Spürt er Hunger und Durst? Zeigt er das? Bei Extremfällen wohl, aber in der Regel nicht. Hat ihr Ängste? Ängste, ja, vor lauten Geräuschen und so hat er Ängste. Das heißt, wenn er allein im Wald wäre, was würde er machen? Er wird einfach rumlaufen. Ja. Und wahrscheinlich sich verstecken? Könnte auch sein, dass er sich irgendwo verstecken würde, genau. Okay. Bleibt dann ein Punkt stehen, nein, kommt wieder an den Punkt? Nein. Nein, okay. Nein. Das sind deine Beobachtungen? Ja, okay, das sind meine Beobachtungen. Er wird immer weiterlaufen, bis es nicht mehr geht. Okay. Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn ein autistischer Junge oder Mädchen vermisst wird, dass er nicht an einer Stelle stehen bleibt, dass er weitergeht. Genau. Dass er sich selbst zu helfen weiß, indem er trinken kann, indem er essen genau kann. Das ist ja eine gewisse Hochintelligenz dabei. Dass er schon genau ein kleines Wesen in diesem Alter weiß, okay, genau, das sind, so muss ich mich schützen. Genau. Und noch eine andere Sache. Also jeder Autist ist auch anders. Sie, viele haben gemeinsame Symptome. Aber jeder hat auch eine eigene Eigenschaft. Also man kann nicht alles zusammenfassen, dass der Arian, ich hoffe, der wird gefunden, dass er genauso wie mein Sohn ist. Ja. Aber im Ganzen kann man das so ein bisschen vergleichen. Aber jeder hat auch andere Sachen, die der andere nicht hat. Ja. Genau. Ich muss auch dazu sagen, Vorgespräch hat er erzählt, die waren in Libanon Urlaub, da wurde er verloren. Die haben den gesamten Dorf zusammengetrommelt. Das war in Deutschland. In Deutschland war Entschuldigung, das war in Deutschland. Ach so, okay. In Deutschland war das. Welchen Dorf? Das ist von hier 12 Kilometer. Okay. Den gesamten Dorf, nach wie vielen Minuten habt ihr ihn gefunden? Wir haben ihn nach ungefähr 30 Minuten ungefähr nach gefunden. 30 Aber Minuten? Die 30 Minuten fühlen sich an wie 3 Tage für mich. Ja. Wirklich. Deswegen fühle ich genau mit den Eltern, was sie jetzt fühlen. Hast du irgendeinen Appell an den Eltern? Ja, also ich wünsche ihnen viel Kraft, dass sie das alles durchstehen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und ich hoffe, dass er bald gesund gefunden wird und bald zu den Eltern kann. Warum wir dieses Video drehen, ist Aufklärung. Aufklärung für Eltern, die Kinder haben, die Autisten sind, damit die auf bestimmte Dinge achten. Und jedes Lebewesen ist ein Geschenk Gottes. Bei uns sagt man Alhamdulillah, gepriesen sei Gott, Gott sei Dank. Und dass wir Geschenke bekommen, die vielleicht mal anders sind.